Bitte schön. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Carsten Maschmeyer, ein enger Freund von Gerhard Schröder und Chef eines Finanzvertriebs, schwärmte nach der Einführung der Riester-Rente, Zitat: "Es ist so, als wenn wir auf einer Ölquelle sitzen. Sie ist angebohrt, sie ist riesig groß und sie wird sprudeln." Zitat Ende. Aha. Wie kam es zu Riester? Erstens wollten die Arbeitgeber sich um das Jahr 2000 herum nicht mehr zur Hälfte an der Finanzierung einer lebensstandardsichernden Rente beteiligen. Sie wollten schlicht weniger Rentenbeiträge zahlen. Und zweitens wollte die Versicherungswirtschaft Provisionen mit privater Altersvorsorge kassieren. Bundeskanzler Schröder und Arbeitsminister Walter Riester, SPD und Grüne haben die Rente aktiv teilprivatisiert, und das war schlecht. Und so mussten fortan die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber weniger in die Rentenkassen einzahlen, als für eine gute Rente nötig gewesen wäre. Und das war ein politisch willkürlich in die Rentenkasse gerissenes Loch. Diesem Loch sollen die Beschäftigten alleine mit der Riester-Rente und steuerlichen Zulagen hinterhersparen. Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wurden belastet und die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber wurden entlastet. Die Linke sagt dazu: Diese Entscheidung war grottenfalsch und sie ist grottenfalsch. Heute müssen die Arbeitgeber nur 9,35% des Lohnes für die Altersvorsorge ihrer Beschäftigten zahlen. Das zahlen die Beschäftigten ebenfalls. Dazu kommen aber noch 4% ihres Lohnes für die Riester-Rente und 1,4% für die betriebliche Altersversorgung. Die Beschäftigten müssen also 14,75% ihres Bruttolohnes in die drei Säulen der Altersvorsorge stecken, um eine lebensstandardsichernde Alterssicherung zu erhalten. Durchschnittlich verdienende Beschäftigte mit 3.022 Euro brutto zahlen heute also 163 Euro mehr im Monat für ihre Altersvorsorge als ihre Chefs. Und weil die Arbeitgeber zu wenig zahlen, wird das Rentenniveau von lebensstandardsichernden 53% im Jahr 2000 auf bis zu 43% in 2030 sinken. Und das darf nicht so bleiben. Für die Menschen ist das brutal, denn die Kaufkraft der gesetzlichen Rente ist massiv geschrumpft. Ein Beispiel: Eine durchschnittliche Rente für langjährig Versicherte mit mindestens 35 Beitragsjahren ist zwischen 2000 und 2014 von 1.021 Euro auf 916 Euro gesunken. Und wenn man die Preissteigerungen seit dem Jahr 2000 berücksichtigt, hätte eine durchschnittliche Rente für langjährig Versicherte 1.284 Euro und nicht nur 916 Euro betragen müssen. Also SPD, Grüne und CDU/CSU haben mit der Riester-Rente und der Absenkung des Rentenniveaus dafür gesorgt, dass denen, die Jahrzehnte gearbeitet haben und in die Rentenkasse eingezahlt haben, nun jeden Monat 368 Euro Rente im Portemonnaie fehlen. Meine Damen und Herren, das ist unverantwortlich. Die Rentnerinnen und Rentner werden nicht mehr vollständig am steigenden Wohlstand in unserem Land beteiligt. Im Gegenteil, es gibt immer mehr arme Rentnerinnen und Rentner, und schon heute sind es 3 Millionen. Das darf nicht so bleiben. Meine Damen und Herren, es geht auch anders. In unseren Nachbarländern, Dänemark, Schweden, den Niederlanden, der Schweiz und Österreich, leben viele Rentnerinnen und Rentner deutlich besser. In Österreich ist der Beitragssatz seit 1988 stabil. Er ist etwas höher als bei uns, aber dafür zahlen die Arbeitgeber in Österreich auch mehr in die Rentenkasse ein als die Beschäftigten. Österreich hat deshalb eine starke gesetzliche Rente. Ein österreichischer Beschäftigter erhält nach 35 bis 45 Beitragsjahren sage und schreibe 1.820 Euro Rente. Der vergleichbare Beschäftigte in Deutschland erhält nur 1.050 Euro Rente. 770 Euro mehr, ganz ohne Riester. Ich sage, das muss drin sein. Auch bei uns, denn die Riester-Rente kann die Rentenlücke nicht ausgleichen. Die Menschen wissen das. Seit 5 Jahren stagniert die Zahl der Riester-Verträge. Es werden einfach nicht mehr. Im Gegenteil, im vergangenen Jahr ging die Zahl der Neuverträge erneut zurück. Nach 15 Jahren haben nun der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Rainer Hoffmann, CSU-Chef Seehofer, der wirtschaftsweise Professor Peter Bofinger und viele andere die Notbremse gezogen und sagen: Schluss mit der steuerlichen Riester-Förderung. Sie haben recht.
Meine Damen und Herren, Riester ist ineffizient wegen der hohen Verwaltungskosten. Riester ist intransparent, weil die hohen Kosten und die schmalen Renditen für die Verbraucherinnen und Verbraucher nicht erkennbar sind. Riester ist ineffektiv, weil das Ziel, die Versorgungslücke zu schließen, nicht erreicht wird. Und Riester ist sozial ungerecht, weil die staatlichen Subventionen von bisher 35 Milliarden Euro nahezu ausschließlich in die Taschen der Versicherungsunternehmen geflossen sind. Und aus all diesen Gründen fordert die Linke, die milliardenschwere Riester-Förderung muss jetzt gestoppt werden. Meine Damen und Herren, die Linke legt Ihnen heute eine machbare Alternative zu dem Riester-Unsinn auf den Tisch. Erstens. Riester-Sparerinnen und Riester-Sparer sollen ab sofort das Recht erhalten, das bisher in Riester-Versicherungen angesparte Kapital freiwillig in die umlagenfinanzierte gesetzliche Rentenversicherung zu überführen. Zweitens. Damit entstehen 1:1 Anwartschaften auf ihrem persönlichen Rentenkonto bei der gesetzlichen deutschen Rentenversicherung. Drittens. Die Wechselkosten des Riester-Vertrages werden auf ein absolutes Minimum begrenzt. Und für die bereits eingezahlten Eigenbeiträge und die erhaltenen Zulagen wird selbstverständlich Vertrauensschutz gewährt. Viertens. Gleichzeitig wird die steuerliche Förderung der privaten Altersvorsorge eingestellt. Die frei werdenden Finanzmittel in Höhe von jährlich über 3 Milliarden Euro fließen direkt in die gesetzliche Rentenversicherung. Fünftens. Dann werden wieder die Ziele der Lebensstandardsicherung und der strukturellen Armutsvermeidung in der gesetzlichen Rentenversicherung verankert. Und sechstens. Die Kürzungsfaktoren in der Rentenanpassungsformel werden gestrichen. Als rentenpolitisches Sicherungsziel wird dann die sogenannte Standarderwerbsbiografie 45 Jahre Versicherungsjahre zum Durchschnittsgehalt mit einem Sicherungsniveau von 53% vor Steuern festgeschrieben. Also genauso, wie es war, bevor Schröder, Riester und Fischer das Rentenniveau in den Sinkflug schickten. Meine Damen und Herren, ich sage Ihnen, dieses Rettungsprogramm für die gesetzliche Rente ist verfassungskonform und es ist finanzierbar. Wir haben den Wissenschaftlichen Dienst des Deutschen Bundestages gefragt, ob eine Überführung von Riester-Guthaben in die gesetzliche Rente mit dem Grundgesetz vereinbar sei. Und die klare Antwort, solange die Überführung freiwillig bliebe, gäbe es keine verfassungsrechtlichen Bedenken. Und was würde ein Rentenniveau von 53% die BeitragszahlerInnen und die ArbeitgeberInnen kosten? Der aktuelle Rentenwert müsste von 30,45 Euro, also ab 1. Juli, auf 33,83 Euro steigen. Das wäre eine Rentenanpassung von gut 11%. Die würde im kommenden Jahr 29,11 Milliarden Euro kosten. Klingt viel, ist aber nur eine Beitragssatzerhöhung um 2,3 Prozentpunkte auf 21%. Beschäftigte mit einem durchschnittlichen Bruttomonatseinkommen von zurzeit 3.022 Euro müssten im Monat gerade einmal knapp 35 Euro mehr an Beitrag in die gesetzliche Rente zahlen und eben nicht die geforderten 4% vom Bruttoeinkommen für Riester-Renten. 35 Euro statt 108 Euro. Das ist gerecht und das ist ein Schnäppchen. Denn damit würde eine sogenannte Standardrente nach 45 Jahren aktuell von 1.370 auf 1.522 Euro steigen. Monatlich wären das 152 Euro mehr Rente. Das ist die linke Alternative zu Riester. Eine gute Alternative, finde ich. Das muss drin sein. Herzlichen Dank.